Leckere Ravioli. Ja, so können sie aussehen. So leider auch. Zum Glück zeigt uns Achim heute, wie es richtig geht. Die Kandidaten, übrigens allesamt Influencer, glänzen eher mit kreativen Ansätzen. Was ist Ratatouille? Kennst du den Reisgericht? Oder? Achim, nicht verzagen. Hulala. Hulala. Bitte geh nicht ins Licht. Es gibt doch noch Hoffnung. Erstmal die Behauptung raushauen. Ich behaupte, dass von drei YouTubern maximal eine oder einer ein halbwegs vernünftiges, selbstgemachtes Ravioli hinkriegt und ein geiles Ratatouille. Und kriegt das hin, bekommt er von mir 50 Likes. Hi, ich bin Mareike, ich bin 22 Jahre alt und Achim möchte heute, dass ich für ihn koche. Ja, dann muss er es leider auch essen. Hi, mein Name ist Maria Mauer, ich bin Schauspielerin und lebe in Berlin. Und ich habe gehört, Achim will, dass ich heute für ihn koche. Tja, ich hoffe, er verträgt's. Hallihallo, mein Zuckerstangen, mein Name ist Candy und Achim lässt mich heute kochen. Ich glaube, das wird sehr lustig. Ich würde sagen, los geht's. Immer mit der Ruhe. Erstmal zum Regelwerk. Hier läuft alles fair ab. Smartphones, Internetzugang oder Kochbuchrecherche gibt's heute nicht. Und welche Zutaten die richtigen sind, müssen die Kandidaten in Eigenregie herausfinden. So, Mareike, pass auf, damit du dich nicht schmutzig machst. Wenn du mir was zu essen kochst, kriegst du ein Schürzchen. Danke sehr. Wunderbar. Ist einfach nur ist der Hammer. Ist wie so ein kleiner Sack für mich. Das ist aber, ich bitte dich. Das ich mach's mal sexy, ja? Blau, blau und grün, beißt sich so ein bisschen. Egal. Ach Quatsch, solange keine Zähne dran sind, beißt auch nicht. Gut, du kochst uns heute mal selbstgemachte Ravioli. Das ist ja eins der einfachsten Lösungen. Da machst du uns ein schönes Ratatouille dazu, so original wie möglich. Das kriegst du hin. Dürfen wir nicht verhauen, ansonsten sind die Italiener alle sauer. Was ist Ratatouille? Kennst du den Reisgericht, oder? Eieiei, das fängt ja gut an. Arbeiten wir uns lieber langsam voran. Wir beginnen mit Schritt 1, dem Teig. Kurze, ganz kurze Frage, wa? Yeah. Was machst du so im Leben? Ich bin Schauspielerin und Content Creator. Echt jetzt? Ja. Yeah. Und was Creator? Was? Was ich kreiere? Ja. Bei Instagram, ich kreiere Content, ich kreiere Videos und Bilder. Ach so, all so eine Sache, wovon ich keine Ahnung habe. Herzlichen Glückwunsch. Ach naja, das kann man schnell beibringen. Genau. Und deshalb hat Achim jetzt auch einen Instagram-Account. Kickt mal vorbei. @AchimFranzMüllerOfficial. Ja, also es wird spannend. Es wird wirklich spannend. Der ich würde sagen, ich brauche mal Mehl auf jeden Fall. Und welches hätten wir gerne? Ey, das ist echt fies, ne? Also weil normalerweise sieht man wenigstens die Verpackung und weiß, was das ist. Das ist ja jetzt wirklich komplett. Ich muss jetzt genau wissen, wie das aussieht. Alternativ könntest du andere Sinne nutzen. Vielleicht kannst du es erriechen. Zeig ich rieche nicht so viel, aber es ist das Ding. Ja, du, wenn du nicht riechst, dann einfach hin. Da Mareike sich vegan ernährt, muss sie nun kreativ werden. Milch oder Eier scheiden bei ihr aus. Nicht gut. Doch, nee, finde ich gut. Aber jetzt fehlt eine kleine Ingredienz hier noch oder so, die dem Ganzen so ein bisschen Stabilität und Halt verleiht. Okay. Was könnte das sein? Erst eine kleine Kinderjahre mit Milch und Zucker und Zimt. Reis. Pulver. Hä? Fängt mit G an, hört mit Is auf. Grießbrei. Super, und schon haben wir... Super. Ja, die Antwort gefällt mir. Einfach ein bisschen Grieß mit drin. Okay. Obwohl Achim so lieb geholfen hat, richtig happy sieht Mareike nicht aus. Vermutlich grübelt sie, wie es weitergeht. Also, na, jetzt weißt du ja im Prinzip, du weißt ja jetzt, was so ein Teig braucht, wa? Was meinst du? Hier, mach mal den hier. Was bedeutet das? Der braucht Ruhe. Siehst du? Und wir gönnen Mareike auch mal ein Päuschen. Ravioli. Nudeln. Also bei mir im Kopf brodelt gerade Ravioli. Waren das diese Teile, die so viereckig aussehen? Ja, der Ansatz ist korrekt. Aber etwas mehr gehört schon noch dazu. Naja, also ich gehe mal davon aus, wir müssen erstmal den Teig herstellen. Wunderbare Idee. Also. Maria folgt einem genauen Plan. Ich gehe immer von Pelminis aus, ne? Ja, denn. Das hat was mit meinen russischen Würzen zu tun. Nee, Eiermilch.
Butter. Na, aber hallo. Auch wenn wir eigentlich italienische Ravioli wollen, die russische Variante ist gar nicht so verkehrt. Nur die Butter will nicht so, wie Maria es will. Du nachhaltig, verstehst du? Ohne Energieaufwand, nur körperlicher Energieaufwand. Ich halte sie ja fest hier, ich schmelze mit sozusagen, wa? Bei so viel Einsatz in der Küche schmilzt sogar Achims Herz. Hulala. Hulala. Nach Teig sieht das noch nicht aus, aber kann ja noch werden. Also, jetzt musst du natürlich ein bisschen schlafen. Ruhen. Und gute Nacht. Weiter zu Candy. Ravioli ist gefüllt. Gut. So, Füllung haben wir schon mal. Jetzt brauchen wir irgendwas drumrum. Nein, dann würde ich doch einfach mal diesen Blätterteig hier nehmen, oder? Sagen wir mal so, das ist definitiv eine einfache Variante. Richtig, geht aber anders. Und zwar so. Zum Pizzateig, sagt der Name schon, Pizza, wird halt Pizza. Dann nehmen wir auch nicht hier so einen Blätterteig, der geht uns auf. Wir brauchen pures Weizenmehl. Dazu gesellt sich ein Ei pro 100 Gramm Mehl. So, kann mir mal bitte jemand Wasser reichen? Ich habe hier gerade, vielen herzlichen Dank. So, ein bisschen Wasser erstmal. Lieber erstmal ein bisschen weniger als zu Fülle. Ist die Fühlsache. Mhm. Ja, wenn es so weit ist, dass man da eine Sicht drin drücken kann, sieht jetzt schon gut aus. Stimmst du, mein Kleiner? Und du weißt ja, mit Decke ruht sie jetzt am besten. Der Teig ist bettfertig, jetzt braucht er bloß noch die Decke. Tja, kommt geflogen, das Ding. Zudecken, halt die Teil machen und sagen, ruh dich aus. Ab unter die Decke. Ausruhen können sich die Kandidaten leider nicht, denn die Füllung steht auf dem Programm. Jetzt brauchen wir eine Füllung. Füllung. Fleisch fällt aus, das heißt, wir machen eine Füllung aus. Tofu und Gemüse. Tob dich aus. Wir haben alles da. Was jetzt ist so dein Moment gekommen, wo du sagst, jetzt pass auf, Junge, deine Hilfe brauche ich nicht mehr. Jetzt mach ich weiter. Matschig. Deswegen ist das meistens nicht so lecker. Paprika ist auf jeden Fall super für eine Füllung. Meinst du nicht, das ist ein bisschen viel? Wie soll das denn alles in einen Ravioli passen? Je mehr du hier aufpackst, desto mehr musst du auch schneiden. Ja, ich kann ja nur die Hälfte von den Sachen nehmen. Ach. Also die Hälfte von der Gurke, die Hälfte von der Zucchini, hat man zu viel Auswahl. Du, ich in meiner Einfalt, in meiner angeborenen Einfalt, dachte jetzt so wirklich und wahrhaftig, du ballerst jetzt alles los. Nein. Die neue Version von Friss die Hälfte, SDH, schneid die Hälfte, spart auf jeden Fall Zeit. Das reicht schon viel. Es ist schon viel zu viel eigentlich. Ich habe ein bisschen überschätzt. Aber die ganze Zeit rede ich auf dich ein und sage, ja, ich weiß, ja. Pst. Wer nicht hören will, muss eben fühlen. Oder schneiden, in Mareikes Fall. Noch besser wäre, sich beeilen. Sieht aber passabel aus, was sie da fabriziert. Das können wir ja stehen lassen, kann er ziehen, wohin auch immer, egal wie. Irgendwie wirst du mir jetzt gefährlich ruhig. Also ich weiß jetzt nicht, was los ist. Irgendwas. Apropos, was ist eigentlich bei Maria los? Kann man so ein großes Stück in so einen Ravioli reinballern? Ach, nein! Also, Möseln. Ich glaube, das ist Hacke-Peter oder sowas. Genau, Peter sein Hack. Wir könnten selber herstellen, aber ich halte jetzt mal so. Willst du, dass ich das durch den, wie heißt das? Fleischwolf. Genau. Mache? Genau. Das ist ja oldschool, hier liegt doch schon Hacke-Peter. Zwiebelmett in italienische Ravioli, macht man das so in Russland? Also bei Pelmenis macht man da Pfeffer und Salz. Brotstückchen rein, glaube ich. Wunderbar. Cool, dass ich einfach von Pelminis ausgehen kann. Das ist nämlich das, was ich kann. Aha. Na dann zeig mal, was du drauf hast. Stopp! Eins muss man ihr lassen. Maria weiß genau, was sie will und was nicht. Die Extrem-Zwiebelpell-Technik aus der freien Hand. Du hast die. Ich liebe sie essen. Sie zu essen. Ich liebe sie essen. Ja, das ist eine Essensliebe. Wunderbar. Kleiner Reminder, was hier entsteht, sollte zumindest die Ravioli aussehen. Ende der Durchsage. Was treibt Candy so? Wollen wir da nur Pilze rein oder darf da noch was anderes? Na, eh mal die Runde rum. Und den Rest nehmen wir für unser
Ratatouille. Geht doch. Was hat es eigentlich mit der schicken Maniküre auf sich? Ich bin hauptberuflich Drag Queen tatsächlich. Deswegen auch die langen Nägel. Details normalerweise. Genau, ich habe normalerweise eine Perücke auf und natürlich Frauenkleidung. Und arbeite so für, auf YouTube und mache jetzt auch ein bisschen TV. Na, da passt es ja, dass du bei mir bist. Ja, oder? Ja. Klaro, Jugend kann nicht kochen, ist für alle da. Drag Queen, das finde ich interessant. Hast du schon mal Drag gemacht? Nein, habe ich noch nicht. Das ist ein perfektes Gesicht dafür, ne? Das ist schön rund, du hast nicht viel Haare auf dem Kopf, da muss man nicht viel verstecken. Es gibt für alles ein erstes Mal. So, nun lebt ja so ein Ravioli nicht von Luft und Liebe alleine. Der will gefüllt werden. Dazu braucht man natürlich das richtige Fleisch. Das richtige Fleisch wäre jetzt in dem Falle nicht Sauerbraten. Obwohl das natürlich schon mal so ein bisschen vorgewürzt ist, brauchen wir nicht. Fertig gewürztes Mett brauchen wir auch nicht, das machen wir uns mal lieber selber. Rinderherz, eieiei. Dann nehmen wir so ein schönes Stückchen mageres Rind. Wir notieren. Rindfleisch. Zwiebeln, Pfeffer, Kräuter und etwas Salz. Das war's schon. Das Fleisch schneidet Achim zunächst in dünne Streifen. Gleich hinterher die Zwiebel. Weil, könnt ihr alle im Chor sagen, Achim und Zwiebeln ohne geht gar nicht. Einfach unzertrennlich, die zwei. Und jetzt weiter im Text. Die Zwiebel muss unter das Messer. Das Fleisch wandert in den Fleischwolf. Und nu? Das Rinderhack würzt Achim jetzt ordentlich. Soll ja schmecken, wa? So, jetzt haben wir schön Rindfleisch hier drin, wir haben frische Kräuter drin, wie man deutlich sieht, Zwiebeln. Jetzt ist natürlich die Gefahr, dass zu viel Feuchtigkeit drin ist. Damit wir dem aus dem Weg gehen, dass wenn wir das füllen, dass das beim Kochen auseinanderfliegt, machen wir zur Sicherheit einfach so ein bisschen Semmelmehl. Das saugt die Feuchtigkeit etwas auf und sorgt zusätzlich für mehr Bindung. Und schwupp sind wir bei Schritt 3. Die Ravioli werden vollendet. Zumindest in der Theorie. Nee, wir machen 2. Zwei große. Zwei, so. Dann schneiden wir sie in der Mitte durch. Genau, hier. So, zack. Super. So, das bisschen nach, genau, ein bisschen, genau. Das sollte ja schon fast so machen, weil sonst passt das da ja gar nicht rein. Nee, das passt da nicht rein. Genau. Man könnte fast meinen, hier entsteht ein anderer italienischer Klassiker. Achso, und der Plan ist, das jetzt überzuklappen, zuzumachen, fertig. Ja. Ja, wie soll ich sagen? Nicht so gut? Na, ich weiß nicht so richtig. Also, ich hatte ja auch nicht Calzone gesagt oder so etwas, aber. Ob Pizza, Calzone oder weiß der Geier. Hauptsache Italien. Es wurde ja nicht gesagt, wie groß die Ravioli sind. Nee, also das hat niemand. Scheiße, jetzt geht sie aber raus. Ich habe zu viel abgeschnitten, glaube ich. Aber ich krieg das schon hin. Mama mia. Also irgendwie müssen die Dinger doch noch zu retten sein. Man soll all seinen Sachen, Gegenständen immer einen Namen geben, ne? Das ist ein R. Wie soll er denn heißen? Olaf. Mareike präsentiert. Das ist Olaf. Und Olaf ist etwas ganz Besonderes. Man erkennt auch nicht, was er ist. Aber das macht auch nichts, weil Olaf wird gut schmecken und Olaf ist ganz toll. Das muss man zugeben. Mit Liebe gemacht. Maria ist ebenso leidenschaftlich am Werk. Gut, wunderbar. Jetzt, guck mal, jetzt kommt die. Genau. Da siehst du. Das ist der Wahnsinn, ja, ja. Aber? Das geht nicht so leicht. Könnte an der Burgerpresse liegen, nur so ein Tipp. Das, also dazwischen muss nach das, ja? Und dann willst du es so quetschen, oder was? Ich will das ja nicht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Maria gibt nicht auf. Also ich sage mal so, ich kann ja ausstechen und du ballerst das Ding zusammen. Was hältst du davon? Ja. Ja, hat mir gedacht, du hast mehr Kraft. Sag mal, das Wort Nein kennst du ja nicht, wenn man dir hilft, wa? Nein. Fleißig, ihr zwei. Und geht doch. Aber Beeilung bitte. Candy und Achim kehren inzwischen zu ihren Wurzeln zurück.
Schrauben. So süße, los geht's. Jo, ich würde sagen, das reicht. Okay. Wenn ich esse, alles alleine. So, dann packen wir es rein. Okay. Guck mal, es dampft schön. Ich halte das mal rüber. Schön voll, immer schön vom Körper weg. Am besten auch vom Mund. Aber das bleibt uns leider nicht erspart. Oh, guck mal, das ist also perfekt. Also perfekt, perfekter geht das nicht. Doch, geht schon. Nämlich ohne Schmauchspuren. Und heute verbrenne ich mich daran. Da hast du es ein bisschen gut gemeint, ne? Ist ein bisschen, oh, das war ein bisschen dunkel geworden. Wieso das soll ja? Nein, ist alles gut. Guck mal, goldbraun. Goldbraune Kohlebriketts? Also das geht doch besser, oder? Achim, du kennst deinen Job. Wichtig ist, ganz langsam rinkicken, sonst erschreckt er sie. Na, 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 na. Aber, guck mal, wie schön. Ja, das ist doch was. Das hat was, das ist was. Das passt in die Welt. Das Ding hier. Achim rollt den ausgeruhten Teig erstmal ordentlich aus. Dabei ist zu beachten. Jetzt kommt das nicht auf den Hunger an, sondern auf die Dicke. So, und weil ich verrückt genug bin, war, arbeite ich jetzt hier in diesem Teig so ein bisschen auch frische Kräuter drin. Mmh, mediterran und lecker. Top-Tipp, lieber Achim. So, die müssen jetzt übereinander passen. Schnipp, schnapp, super. Nun zur Füllung. Wichtig ist nicht zu viel. Also, bisschen Zurückhaltung. Und nun den anderen Deckel drauf und sanft andrücken. Teig, da ist es. Teigrad. Ja, wisst ihr, woran ich das erinnert? Genau. Sporen hinten. Cowboys. Keiner zieht schneller. Los, Achim, gib den Ravioli mal die Sporen. Und fertig ist unser lecker Schmecker Ravioli. So. Dann nehmen wir einfach mal ein bisschen Dampf raus aus der ganzen Kiste. Und den lassen wir so ein bisschen ziehen. Mega! Wir nähern uns dem Finale. Letzter Schritt, das Ratatouille ist ein Klacks, oder? Ratatouille, Ratatouille, Ratatouille. Läuft bei dir, aber bitte gib Gas. Unglücklicherweise hast du jetzt nur noch 2 Minuten Zeit. Das heißt, es muss ein Hochleistungsratatouille werden. Nichts ist unmöglich. Aber ob Olaf noch was wird, ist eine andere Frage. Wunderbar. Das sieht schon mal fast richtig aus. Da sieht Marias Kreation leichter verdaulich aus. Also ich hätte jetzt so eine Paprika reingemacht. Nicht so zaghaft, junge Dame, das ist goldrichtig. Anbraten wäre noch schön. Du, pass auf, jetzt haben wir übrigens noch 1 Minute. Das heißt, du müsstest die Pfanne in Aktivitäten versetzen, in dem du da was drin machst. Ich hol schon mal den Teller. Gerade noch mal gut gegangen. Auch Candy greift zum richtigen Gemüse. Also jetzt wie so eine Schraubkiste, schraubst du das Ding ab hier. Ja. Plötzlich, unerwartet, dann drückst du das hier raus. Du, pass auf, jetzt schon wieder was gelernt. Du, und jetzt brauchst du noch jetzt. Achim ist ja schließlich nicht nur zum Zugucken da. Und so schnell geht Ratatouille. Die Sparvariante zumindest. Gewürze wären auch nicht schlecht. Was wir ja auch noch da haben, wir hätten ja noch so ein bisschen so eine fertige. Das ist typisch für Candy Koch. Ich wollte gerade sagen, das legst du nicht ab. Das war zu gut gemeint. Achim, was meinst du? Ratatouille, was ist das Geheimnis von Ratatouille? Ja, Kinds. Da kannst du alles reinballern, was du lustig bist. Achim wählt ganz klassisch Tomaten, Zucchini, Paprika und Zwiebel und Tomatensauce. Die muss also extra angebraten werden, damit die durch wird, weil so, wenn man die jetzt so schneiden würde, kann die, na. Alles fein würfeln und ab dafür. Sieht doch schon schick und schön aus. Da kriegt man so richtig Bock und Laune. Gute Laune. Alter Scherzkeks. Jetzt noch die passierten Tomaten drüber geben. Spätestens jetzt. Abschmecken
Et voilà. Hammer. Hammer. Du, jetzt weiß ich, wo Belladonna ist. Guten Appetit. Es darf angerichtet werden. So, das ist mein selbstgemachter Ratatouille mit selbstgemachten Ravioli. Und der Spruch passt natürlich heute. I like. Und wir erst. Aber wir geben den Kandidaten natürlich auch eine Chance, ihre Werke zu präsentieren. Freiwillige vor. Tja, meine Zuckerstangen, der Achim und ich haben es geschafft. Das sind meine italienisch-russischen Peltuis, einen selbstgemachten Olaf und seine Geschwister. Pass auf, ich nehme jetzt aus der Mitte raus. Du traust dich was? Ja, genau, am Ende schmeckt es nicht. Jetzt nehmen wir uns mal Olaf auseinander. Hi. Der Olaf ist noch nicht gut. Ja, der klebt auch noch ein bisschen. Du brauchst ein Glas Wasser oder so? Ja? Dann näht der Teig noch mehr auf den Mund. Das ist geil. Nein, das ist echt lecker. Guck mal, wie so ein Bürgerlicher mit den Händen. Du musst wie so eine Adlige, musst du das mit dem vornehmen, mit dem Besteck legen. Also du bist die Adlige, ich bin der Bürgerliche. Na, herzlichen Glückwunsch, können wir ja wieder heiraten, dann machen wir, ziehen wir nach England. Heirat doch keinen Bürgerlichen. Würde ich mir eine Ausnahme machen. So, wir haben ja Punktewertung. 5 ist sehr gut, 1 ist nicht so gut. Was würdest du für die Falsches, ne? Weiß nicht, so 2,5. Super Idee. Das ist jetzt nicht so was Feines, würde ich sagen. Also das ist jetzt kein Augenschmaus und bestimmt auch kein Geschmacksschmaus. Genau, 1 Punkt. Wunderbar, Mareike. Vielen herzlichen Dank. Würde ich dir... Aber nur, wenn ich ein Küsschen kriege. 3 Punkte geben und 50... Euro-Likes. Das heißt, ich habe gewonnen? Ja. Oh, danke schön. Davon gehe ich mir jetzt mal was ordentlich zu essen kaufen. Na doch, so unordentlich wartet ja nicht.